Willkommen zurück zu unserem bayerischen Menü und jetzt gibt's das Dessert und zwar der Kaiserschmarrn mit Waldbeeren. Dafür müssen wir unsere Eier trennen. Wir brauchen das Eigelb und das Eiweiß separat, damit wir nachher eine schöne Luftigkeit in den Kaiserschmarrn reinbringen. Dafür schlagen wir das Eiweiß auf und aus dem Eigelb machen wir später die Masse. Jetzt gehen wir rüber zu unserer Kaiserschmarrnmasse. Wir geben dazu 5 Esslöffel Mehl, rühren das gescheit. Und jetzt geben wir die Milch dazu. Also ca. 200 Milliliter. Ich würde es nach Gefühl machen, so dass es einfach eine schöne Masse ergibt. Und gebe jetzt noch ein bisschen mehr Pfiff dazu. Etwas Orangenabrieb. Ja, schöne fruchtige Note. Und eine halbe Vanilleschote. Das Ganze verrühren und unseren aufgeschlagenen Eischnee ganz am Schluss mit dazugeben. Und dann kann es auch schon losgehen. Heiße Pfanne und auf geht's. Jetzt brauchen wir noch etwas Butter. Verteile ich in der Pfanne, schön gleichmäßig. Jetzt geben wir die Masse vorsichtig so rein. Das Besondere an diesem Rezept ist, es ist von meinem Papa. Und zwar nicht irgendein Rezept, sondern es ist das Leckerste. Ich habe schon viele Kaiserschmarrn probiert und auch viele Rezepte ausprobiert, aber ihr werdet es selber schmecken. Das Rezept ist der Wahnsinn. Während unser Kaiserschmarrn langsam aufgeht, machen wir uns schon mal an die Waldbeeren ran. Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, von jedem was dabei. Die werden wir einfach nur in der Schüssel ganz kurz mit Gros Manier, mit etwas Cognac marinieren. Die großen Erdbeeren werden wir einfach mal kurz vierteln oder halbieren. Die restlichen Beeren lassen wir ganz so, wie sie sind. Geben die alle in die Schüssel rein. Etwas marinieren. Eine Prise Zucker. Das Ganze vorsichtig durchmengen. Und das stellen wir schon mal auf die Seite. In der Zeit wenden wir unseren Kaiserschmarrn. Einmal hier durchschneiden. Dann tut man sich einfacher. Jetzt zerrupfen wir den Kaiserschmarrn. Das ist ganz typisch dafür. Genau, nicht zu klein. Jetzt geben wir noch 2 Esslöffel oder 3 Esslöffel Butter mit dazu. Etwas Zucker. 2-3 Esslöffel. Und jetzt karamellisiert der Zucker mit der Butter zusammen. Und es gibt ein unheimlich gutes Aroma. Geben wir jetzt noch 1-2 Mandeln dazu. Alle guten Dinge sind 3, auch bei uns in Bayern. Unsere Nachspeise, der Kaiserschmarrn mit Waldbeeren, ist fertig. Ich wünsche Ihnen guten Appetit, Ihr Franz Schnedt.